Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Wild Arms 1. Wir befinden uns hier mitten im Berg Zenum und sind auf dem Weg zu einer Wächterstatue oder zu einem Wächter allgemein, der sich Zephyr schimpft. Und ja, wir gehen mal fröhlich weiter und brennen mal ein bisschen braunes Gras nieder. So, und hier haben wir doch wieder drei Pilze. Ich freue mich doch überhaupt nicht auf Pilze. So, Jack dahin, Cecile auch dahin, Rudi mal auf den zweiten. Schauen wir mal, ob das hilft oder klappt oder funktioniert. Wow, Cecile ist gelähmt. Super. Fängt doch gut an, die Folge. So, also Jack wieder auf den und... Naja, jetzt... Ah, Rollentausch. Fertig. Sind eh beide tot. Ach, warum schlagen wir nicht immer so zu? Herr lieber Van Buweys. Hm? Naja. Man kann ja nicht alles haben. Aber man kann viel erwarten. So, und ich habe mal gehört, Balsam hilft gegen Lähmung. Also, Lähmung weg. Wir brennen alles nieder. Wer hat eigentlich die Feuer da oben angemacht? Muss das schon vorher einer hier gewesen sein? Oder ist das wie das olympische Feuer, was ewig brennt? Naja. Jetzt nach unten. Ja, da sind die fünf Truhen, von der ich gesprochen habe in der letzten Folge. Wie hammergeil ist das denn? So, aber erstmal müssen wir hier drei Pilze wieder pflücken. Rudi auf den. Ja, nein. Nein. Rudi auf den, Jack auf den, Cecile auf den. Ach, muss immer wieder mal überlegen, um hier effektiv zu kämpfen. Da wir, ja, doch... Ja, da die Gegner doch recht stark geworden sind mittlerweile. Oder wir einfach viel zu schwach sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Ausrüstung noch nicht gekauft haben aus dem Baskardorf. Wir haben ja gesehen, wir haben ja nur die Waffen uns eingekauft und dadurch, ja, hatten wir dann kein Geld mehr und haben die Rüstung mal außen vor gelassen. Ja, und jetzt merkt man das doch ganz gut, dass die Gegner doch eine ganz gut harte Kelle schlagen. Ne? So. Jedenfalls kommen wir immer noch voran, das ist kein Problem. Wir sollten aber nichtsdestotrotz mal noch ein, zwei Heilungen reinschmeißen. Kostet eh nur 3 Mana. Ach nee. Ich kann wetten, die anderen sind auch so. Sag ich doch. Also. Handpanne schnell genug, um dieser Explosion zu entkommen. Ah toll, super. Nur Heilbeeren oder was? Wow! Bestimmt durch die ganzen Explosionen der Truhen. Das war knapp. Ich habe kurz die Kontrolle über meinen Körper verloren. Je größer sie sind, desto schmerzlicher der Aufprall. Wenn wir auf einen Felsen aufprallen, ist es aus mit uns. Wenn ich also mein Schwert aus größerer Höhe einsetze, richtet es dann mehr Schaden an. Vielleicht nicht immer, aber es empfiehlt sich trotzdem. Vielleicht versuche ich es mal. Schneller Zug. Hinweis. Ach ja. Der Jack hat schon seine dritte Fähigkeit wahrscheinlich. Und die werden wir gegen diese niedlichen, kleinen Fuchshasen anwenden.
Ach, der ist ja stumm, ne? Ach komm, den Scheiß drauf. Ja, wir machen mal gleich ne, die Stummheit weg von ihm. Jedenfalls ist nach dem Kampf. So, auch die drei Fuchshäschen sind weg. Wie ich es immer schön sage. Fuchshäschen. So, jetzt machen wir aber echt mal die Stummheit von Jack runter. Wir wollen die neue Fähigkeit sehen. 3 Trankbeere. Und an die da oben kommen wir noch nicht ran. Schade. Jedenfalls... So, Rudi da drauf. Jack macht... Ne, macht erstmal ein... Ach, geht nur auf eine Gruppe. Aha. Also, Rudi auf die. Wir kloppen Windmeister auf den. Damit die drei schneller weg sind. Weil nicht, dass wieder einer stirbt. Wir haben nur noch eine Frucht, um jemanden zu wiederbeleben. Um jemanden wieder zu beleben. Oder wieder zu beleben. Zu wiederbeleben? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen jetzt hier weiter. Die Pilze müssen dran glauben. Ich mag keine Pilze. Hm. Da hängt das Spiel ein wenig bei dem Zauber. Was ist das hier? Von der Statusveränderung? Kleiner Hammer. Hm, wir haben einen kleinen Hammer bekommen. Wer weiß, vielleicht hilft auch uns der kleine Hammer. Vergesslichkeit ist es nicht. Krankheit ist es nicht. Kleine Blume. Eine weiße kleine Blume. Okay. Verwirrung? Nein, das ist Verwirrung. Wie krass. So, da haben wir auch diese... Ja, wir haben noch mehr Gras zum Verbrennen. Aber wir machen hier alles. Wir machen hier... Verbrennen hier alles. What the? Ein Devonova. Hm, ich glaube, das ist das potenzielle, perfekte Opfer für unseren neuen Schlag. Also, Jack, hau rein. Meteorsprung wurde geschafft. Wow. 138. Alter, und wie schnell der denn einen Gegenangriff macht. Nee. Gegen den muss ich erstmal ein paar härtere Geschütze auffahren. Okay, Wächter. Welcher Wächter? Rufe Wächter in den Kampf. Krass. Aha. Ah, wohl der Wächter, den wir ausgerüstet haben. Bin ich ja mal gespannt. Meteorsprung. Cecilia betreibt mal Analyse, wenn sie dann auch rankommt. Aber der Meteorsprung ist echt cool, ne? Devonova. Level 17. Oh, noch 1228 Lebenspunkte. Schwäche Wasser. Danke! Feueratem, na komm. Alter. So, Rudi haut mal so nochmal mit der Handgranate drauf. Check.
mit dem Meteorsprung und sie mit ihrem Wächter. Der müsste ja Wasser haben. Der Wächter. So, Stoldark! Dürfte ich mal behaupten, dass dieser Schlag jetzt mal ganz krass hoch war? Meine Fresse, Junge. Junge, Junge. 1100 und ein paar zerquetschte. Krasse Sache. Jedenfalls müssen wir uns erstmal heilen. Also diese Wächter sind echt der Hammer. Möchte ich mal behaupten. Die werden wir wohl öfter mal ausprobieren. Jedenfalls Stoldark haben wir jetzt gesehen. Oh, hier, gucke mal. Es lohnt sich also doch, alles hier abzufackeln. Und ich glaube, hier war auch die verschlossene Tür. Test. So, und weiter geht's. Zum nächsten Kampf. Ja, nee, ist klar. Genau, ich kann nur höchstens 3 angreifen, also machen wir das so. Dann müssten alle abgedeckt sein und in einem Zug sterben. Ich glaube, der Jack braucht demnächst echt wirklich mal eine Zaubermöhre. So, 150 Erfahrungspunkte. Habt ihr übrigens mitgekriegt bei diesen großen Drachen? 300 Erfahrungspunkte und 500 Geller. Das ist echt hart, ne? Na, wir sind auch schon Level 13 und 14. So. Wetten, hier geht's zu der Truhe? Hoffentlich lohnt es sich. Ey, wie geil, es hat sich gelohnt. Ey, hübsch, geil. Wappenbild. Ich hab mal wieder ein Wappenbild. Dafür lohnt sich der Weg, muss ich wahrlich sagen. Da war mir das auch egal. So, die können wir in ein... Ah, einer läuft schon mal weg, das ist gut. Solange wir nicht im Hinterhalt sind, können wir die auch so besiegen. Aber ein schönes Wappenbild. Das gefällt mir. Die andere läuft auch noch weg. Tschüssi. Wir haben jetzt mittlerweile schon 3. Noch in Reserve. Das finde ich gut. Können wir 3 weitere Zauber uns aneignen. So. Also, nicht gegen die Wand rennen. Weiter geht es. Für ein Wappenbild laufen wir auch einige Meter. Oh, oh. 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 Habe ich eigentlich schon Ruhe gesagt? Gut, dass Cecilia einen Heilzauber hat. Rudi dahin, Jack dahin, hoffentlich schlägt er über 200 und Cecilia dahin. Doch, Jack. Hey, so geht's auch. Immer Gegenangriff. Finde ich super. So. Hau drauf, Rui. Hau drauf, Minion. Und alle 3 auf einen. Jawoll. Ha, 197. Meine Fresse. Seine Angriffe schwanken aber auch von der Intensität her, ne? Schweres Wort, Intensität. Oh, 2-mal Balsam. Das ist schön. Hätte ich gern mehr davon.
So, und jetzt sind wir auch wieder da, wo wir gerade waren. Noch nicht. Aber jetzt. So. Ja, links oder rechts? Wo gehen wir lang? Och, drei Häschen. Die haben wir so kaputt. So, die drei Häschen haben wir auch tot. So, wir gucken mal hier kurz mal hoch. Nee. Ich guck mal auf den anderen Eingang. Was war das denn? Mitten? Oh, krass. Der schon wieder. Rudi, Handgranate. Jack, Meteorsprung. Cecilia, Heal auf sich selber. Er macht aber komische Geräusche für einen Drachen. So. Angriff. Ja, doch, bei dem Gegner lohnt es sich. Und wir haben hier Wasser. Wir haben einmal Wasser für dich. Brutaler Angriff. Alter, 167. So. Und der Rudi macht nochmal eine Hand. Nee, macht er nicht. Jack macht noch einen Meteorsprung. Und Cecilia macht nochmal einmal Freeze. Und ich glaube, dann müsste er mal bald tot sein. Ha! Sehr gut. Perfektikus. 300 Erfahrungspunkte, 500 Geller. Geile Geschichte. Jedenfalls braucht er jetzt mal... Och, Taumeln haben wir ja 11 Stück. Kriegt er doch eine. Aha, aha, aha. Oder geht das hier weiter? So, da angreifen. Windmeister und da. Miss. Also der Jack hat echt geniale Angriffsfähigkeiten. Schwach sind sie ja, ne? Also so von der Verteidigung her, da haben wir ganz schön gute Schaden drauf, ne? So. Ich glaube, wir gehen doch nochmal auf die linke Seite. Oh, schon wieder so... Ach krass, ey, wie oft kommt der denn? Bald Heilung. So, Rudi drauf. Jack mit dem Ursprung. Cecilia Freeze. Altbewährte Taktik.
Oh. Aber der ist tot. In zwei Zügen. Schöne Sache. Eine Frucht. Wie geil. Eine Frucht, die ist so wertvoll, finde ich, ja. Na? Da. Und hier. Einmal heilen. So, und jetzt gehen wir wirklich mal hier nach oben. Gehen wir mal erkunden. Drei Kobolde. Dahin, dahin und dahin. Oh, klar, 200, ey. Was ein Glück, ey. Nein. Och, schade. Aber gleich ein Gegenangriff drauf, finde ich super. 228. So. Der letzte Zug für diesen Kobold. Der hat uns ein letztes Mal angegriffen. So, oh, dreimal Balsam. Junge, Junge, können wir ja bald verkaufen. Geschäft aufmachen hier, ja? Ist ein Balsamgeschäft. Hm, kauft hier Pferdebalsam. Super für die Haut. Okay, das ist... Das ist jetzt doof. Was gehört zu was? Welcher Eingang jetzt? Ja, hier ist jetzt der magische Kreis. Also wir gehen jetzt... Ach, Jungs, verzeiht mir das. Wir gehen jetzt nochmal in den anderen Bereich. Ach, und wieder ein Kampf. Dafür wird die Folge wenigstens ein wenig länger. Und gucken nochmal... was sich nun doch dort auf der anderen Seite befindet. Weil dort haben wir ja gerade diesen Speicherkreis gesehen und der Speicherkreis besagt ja eigentlich immer, dass dort die Haupthandlung weitergeht, ja? Heiliges Symbol gestohlen, ja, nimm doch das. Hoffentlich verbrennst du nicht dran. Zauber... Mein liebes Fräulein. Mal schön die Zaubermöbel wieder her. So, also, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite hier. Komm, 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 komm. Ohne Kampf bitte. Ah, eine Truhe. Mystisches Wort. Aha. Magische Bücher für linke Hand. Okay. Was tut es denn? Oh, geil. Mal einfach schön die ganze Hexerei mal hochgebracht um 9 Punkte. Wow. Und Magie, Resistenz, glaube ich, ist das. Ja. Schön. Nehmen wir mit. Zieh mal an. Hat sich doch gelohnt. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich hier etwas orientierungslos war und mich nicht entscheiden konnte, wo gehe ich jetzt hin, wo... Moment mal. Woody dahin, Jack hierhin, Cecilia... Ja, zur Sicherheit dahin. Ja, es tut mir leid, dass ich ein wenig orientierungslos war. Aber... im Endeffekt hat es sich gelohnt. Ich lasse auch die Folge etwas länger wirken. Dadurch. Ja. Und besiegen hier gerade die zwei Pilze. Ich wusste jetzt keinen Übergang, wie wir wieder ins normale Geschäft reinkommen. Also, Labergeschäft. Von daher. Besiegen wir jetzt diese zwei Pilze.
Schön, schön und nochmal schön. Habe ich eigentlich schon schön gesagt? Ja. Schön, wenn ich mir meine eigenen Fragen beantworte, ne? Och nö, ne? So. Jetzt gehen wir doch hier hin. Nein, dahin. Das Siegel strahlt ein mystisches Licht aus. Möchtest du deine Reise aufnehmen? Ja. Das möchte ich. Ganz gerne sogar. So, meine liebe Freunde, hier endet auch diese Folge wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, liebe Leute, bis dann und ciao.